Werte Facebook-Freunde, Pfingsten ist ja für die Christen die Niederkunft des Heiligen Geistes. Und das kann man auch im übertragenen Sinne sehen. Geist hat was mit Gedanken zu tun. Ich will hoffen, dass viele Gedanken auch mit einem gewissen Geist verbunden sind. Und der Heilige Geist hat sich nicht nur an die Christen gewendet. Das kann man in der Bibel nachlesen, also symbolisiert durch die vielen Zungen. Er hat sich auch an die ganze Welt gerichtet, und zwar unterschiedliche Sprachen als auch Nationalitäten. Aber für mich ist es einfach das Fest des freien Geistes. Und da kommt mir natürlich dieses wunderbare Lied wieder in den Sinn. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Das hat Geschichte. 1780 ist der Text entstanden, also vor der Französischen Revolution, aber im Zusammenhang mit der Aufklärung. Und auch in Deutschland hat es in der Geschichte durchaus eine gewisse Rolle gespielt, wenn auch vergeblich. 1848, die Revolution der Deutschen, wo sie sich gegen den Feudalismus gewendet haben, ist ja gescheitert. Und was wäre gewesen, wenn das damals Erfolg gehabt hätte? Ne? Also der Erste Krieg ist ja zum Beispiel der gegen den Erbfeind Frankreich. Da behaupten heute noch Nationalisten, sie hätten ihn gewonnen. Und dann die zwei Weltkriege. Die Demokratie ist dann später gekommen. Sicherlich kann darüber streiten. Es ist ein kleineres Übel. Jedenfalls für mich ermöglicht es auch, das zu markieren, auch hier bei Facebook, was ich eigentlich, wo ich meine, man müsste dagegen sein. Man kann das nicht einfach so hinnehmen, und da versuche ich auch ein bisschen, meinen Ältestenrat mit einzubringen. Und eines dieser Möglichkeiten ist, ich habe das ja durchgerechnet, ist, was die Grünen oder die Grünideologie versucht, uns weiß zu machen, dass wir nämlich mit diesen Maßnahmen, die teilweise von Gesetzescharakter erworben haben und mit Milliarden und Abermilliarden von Subventionen, dass das Erfolg haben wird. Das wird nie unser Klima retten, da können Sie sicher sein. Und ich habe deswegen auch Alternativen entwickelt. Da wird ja zunächst einmal, wurde ja CO2, das ist das Schlimme. Und dann haben sie gesagt, das müssen wir ganz abschaffen, also der Ausstoß müssen wir ganz abschaffen. Aber die Nebenwirkungen und Risiken wurden dabei nicht berücksichtigt, aber das habe ich ja schon so oft gesagt. Aber ich finde, dass es Alternativen gibt, und die Alternativen habe ich letztes Mal sozusagen ja ganz deutlich in einem überlangen Beitrag, das gebe ich zu, abbittelt bitte. Und ich habe 5 Schreibmaschinenseiten und 9 Minuten oder 11 Minuten Moderation, das ist zu viel in einer Zeit, wo die Bildzeitung sozusagen das Geschehen beherrscht, mehr als 3, 4 Zeilen oder auch eine Minute Moderation wird nicht akzeptiert. Aber ich hatte dagegen, und ich bin ganz glücklich. Sie haben so darauf reagiert. Über 30.000 Menschen haben mir sogar geschrieben oder beziehungsweise sich entsprechend geäußert. War also nicht ganz für die Katz, aber ich möchte es hier mal ganz kurz nochmal aufgreifen, denn es ist für mich so wichtig, dass so etwas wirklich deutlich gemacht wird. Es gibt Alternativen, und da brauchen wir nicht die ganze Industrie umzukrempeln. Man braucht nicht 1000 Subventionen daran, Milliarden, sogar Billionen von Subventionen reinzustecken. Das ist, war klar, da sind sie alle einig, Wasserstoff. Aber Wasserstoff ist sehr schwer handelbar. Methanol. Methanol ist ein Alkohol. Ja, wenn er im Schnaps ist, dann macht er einen blind, ist klar. Also das muss verhindert werden, aber ich trinke auch kein Benzin oder Diesel oder ich bade mich in Erdöl. Also jedenfalls, das ist schon mal klar. Aber Methanol ist solarproduziert die Rettung. Und da brauche ich keine große industrielle Revolution. Überall dort, wo sozusagen heute die fossilen Brennstoffe, Erdöl, Kohle und manchmal auch diese Flüssiggase, oder aber auch selbst, aber da bin ich ein bisschen anderer Meinung, wir werden wahrscheinlich auf Erdgas noch nicht verzichten können in der nächsten Zeit. Also jedenfalls, überall dort ersetzt es alles. Wir brauchen, die Tankstellen können bleiben, aber auch der Öllieferant, der sonst unsere Heizungen da bedient, alles kann in Form von Methanol, von solargewonnenem Methanol. So, jetzt würde ich sagen, das reicht niemals, was hier in Deutschland auf die Erde von der Sonne geschienen wird. So. Und nein, ich habe da im Auge alle Länder,
wo eben die Sonne sehr intensiv, also in der Nähe des Äquators, insbesondere aber da, wo die ganzen Wüsten existieren. Und das sind meistens die ärmsten Länder der Welt. Also diese Idee ist auch verbunden mit einem wirklich also sozialverträglichen Entwicklungspolitik. Und zwar, ich will Ihnen das sagen, die Solarzellen, die zunächst mal Wasserstoff produzieren und anschließend dann auch mit diesem Strom Methanol, da braucht man zwar noch CO2, aber das kann man aus der Luft holen oder abgeschieden aus anderen Quellen, die noch nötig sind. Also jedenfalls, diese Kategorie ist ganz einfach, denn die Solarzellen werden immer billiger. Und die Flächen haben wir ja da, Wüsten, ja, es gibt genug Flächen, Sonne, noch und noch. Und diese neuen Solarzellen basieren ja schon gar nicht mehr auf Silizium, sondern auf Eisenoxid. Ja, also das ist eine sehr interessante technische Entwicklung und das bestärkt wieder meine Meinung, dass wir die Technik auf keinen Fall verteufeln dürfen. Also diese ganzen Verbote, Verbrennungsmotor. Denn Methanol lässt sich mit höchstem Wirkungsgrad auch in diesen ganzen Verbrennungsmotoren. Und da ist natürlich auch die Brennstoffzelle sehr sinnvoll, aber der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren bezüglich Methanol ist nicht höher als der von Brennstoffzellen. Also da muss man auch an die Gesetzmäßigkeiten der Thermodynamik denken. Das ist, wird immer wieder vergessen, ist ein bisschen schwer zu verstehen, die Sache mit der Entropie. Aber jedenfalls, es ist eine Alternative. Große, große, große Flächen, also Platz genug, ist da in diesen Ländern. Und die werden dann mit Solarzellen, und die kommen, denn dieser Wasserstoff wird dann in großen, in Riesenfabriken, ja, ich meine, auch die ganzen Raffinerien, die wir heute haben, die brauchen wir gar nicht mehr, die sind ja auch riesig. Ja, und da wird das Erdöl aus der Erde gezapft und verstärkt den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Aber diese Riesenfabriken müssen dorthin gebaut werden. Methanol lässt sich wunderbar transportieren, wie jeder andere Treibstoff. Wir brauchen keine zusätzlichen Subventionen mehr. Die ganze Welt kann wirklich auch heizen und Auto fahren. Natürlich mit natürlich, aber selbstverständlich auch mit neuen Technologie. Auch da habe ich ja meinen Sermon dazu beigetragen. Ich nenne das Hyperhybridauto, nicht das Elektroauto. Das ist der größte Schwachsinn. Und das kann ich natürlich auch wieder belegen, denn die schweren Batterien bedeuten auch mehr Energiebedarf. Und wenn ich mehr Energiebedarf, dann kommen die Reifen mehr ab, bekommen mehr Reibung, Abtrieb und da entsteht Kunststoff und so weiter, und der dann die Welt mehr versaut. Also das alles, bitte denken Sie dran, es gibt Alternativen, und ich habe oben einen interessanten Artikel reingegeben, das ist schon im November vorigen Jahres entstanden, der hat das alles zusammengefasst, auch mit Daten, warum Methanol ein idealer Treibstoff für unsere Gesellschaft und für unsere Technik ist, ohne dass wir Milliarden und Abermilliarden verschwinden lassen in einem unmöglichen, das Problem nie zu lösenden System. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr Jean Pütz, frohe Pfingsten nochmal.